Die Corona-Politik soll keine Hauptrolle spielen. Da gibt es ja auch eine dynamische Lage, auf der Politik dynamisch antworten muss. Aber klar ist natürlich, und wir werden das auch am Wochenende nochmal äußern im Hinblick auf die MPK, dass wir das natürlich schon anders sehen als die Parteien im Landtag. Also A, wir haben im Bund versucht, auch stärker auf Parlamentarisierung zu drängen. Ich habe auch mal damals an Herrn Toscani geschrieben, warum so Fragen eigentlich mit ihm im Landtag diskutiert werden. Das ging vorher alles per Verordnung. Ich meine auch die Frage, wie geht das mit Schule, wer kommt in Quarantäne, da hätte ich jetzt schon erwartet, und das hätte auch eine FDP im Landtag gemacht, dass so Themen wirklich mal im Landtag auch diskutiert werden, bevor sie entschieden werden. Also insofern, wir haben ja generell eher so den Blick auf die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen und versuchen halt schon bei der Notwendigkeit der Einschränkungen, die wir erteilen, schon immer stärker zu gewichten, was muss denn wirklich sein. Insofern würden wir natürlich A, in der Opposition hätten wir stärker darauf gedrängt, Debatten im Landtag zu führen, bevor entschieden wird. Und als Regierungspartei würden wir natürlich schon stärker die Grundrechtseingriffe kritischer bewerten. Und das sehen Sie auch in den Ländern, wo die FDP regiert. Also Rheinland-Pfalz hatte da schon in weiten Teilen liberalere Regeln da, wo es ging, als das Saarland. Und ich glaube auch jetzt im Saarland, das steht hier auch drin, da die Lage dynamisch ist, kann man sich jetzt nicht in Details festlegen, was in der Verordnung drin steht. Aber der Grundgedanke ist natürlich schon, und dass wir auch jetzt stärker auf eine Exit-Strategie drängen, weil wir halt schon der Überzeugung sind, dass wir jetzt auf dem Weg sind in die Endemie und jeder Grundrechtseingriff genau hinterfragt werden muss. Da haben wir, glaube ich, schon eine andere Sensibilität als die großen Parteien. Aber klar, der Großteil der Maßnahmen ist notwendig, Überlastung des Gesundheitssystems, darf man nicht riskieren. Gerade im Saarland gibt es da einen großen Druck und Pflegemangel. Insofern ist das klar, aber da hätten wir natürlich schon eine andere Akzentuierung. Insofern wird es eine Rolle spielen, aber es soll jetzt nicht der Hauptfokus in unserem Wahlkampf sein.